Es ist die erklärte Absicht, dass es keine geschlossenen Schulen mehr gibt, sondern dass wir wirklich im Regelbetrieb versuchen durchzukommen. Wir haben uns davon überzeugen können im Gespräch mit dem Herrn Bundesminister, dass alles gut vorbereitet ist. Die Organisation der Logistik dürfte stimmen. Ich denke, wir haben sehr viel gelernt in diesen letzten Jahren und wir wissen jetzt auch, was auf uns alles zukommen kann. Die Kinder sind inzwischen schon das Testen gewohnt. Wir werden das Testen auch weiterhin in der Sicherheitsphase beibehalten und sie wissen auch, wie sie sich zu verhalten haben, damit möglichst wenig passiert. Und genau so gilt das auch für das Lehrerpersonal, bei denen ich mich jetzt schon herzlich bedanke, weil Sie das schon so lange mittragen. Die Schulen sind gerüstet, gar keine Frage. Wir haben ein intensives Testprogramm vorbereitet, welches für Sicherheit in den Schulen Sorge tragen wird. Ich rechne mit besorgten Eltern, ich rechne mit steigenden Zahlen, weil wir auch genauer hinschauen. Deswegen müssen die Zahlen steigen, aber ich rechne nicht mit einem großflächigen Distance Learning. Es kann Einzelfälle geben, Klassen, die geschlossen werden müssen, weil viele Quarantänefälle vorhanden sind, aber mit keiner großflächigen Schulschließung.